Ihr fragt euch jetzt, was ist eigentlich das beste Deck des Formats? Denn die Extravaganza, die kommt ja jetzt bald. Das heißt, ihr müsst wissen, was sind die besten Decks, welche Decks erwarten wir? Und ganz ehrlich, das gibt's im heutigen Video. Bevor wir jetzt mit der Trailliste anfangen, auf jeden Fall mal ein Like da lassen, damit ich diese Videos häufiger mache und ihr wisst, was Meta ist, was die besten Entrips sind und was auch immer ich ranken kann. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ich ranken darf. Weiter zum Video. Ihr kennt die Trailliste schon, Struktur ist wie immer. Also ein bisschen anderes Video wieder von mir, denn das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Aber würde ich sagen, ranken wir einmal die Meta-Decks. Wir fangen an mit Alter Geist. Alter Geist kommt für mich zu Tier 3, bleibt da, aber es ist gefühlt in den letzten Wochen mehr gespielt worden. Also sollte ich auf jeden Fall aufpassen, dass es auftaucht. Dann haben wir BA. Kommt für mich hier unten rein. Es wird halt auch gar nicht gespielt. Also es gibt halt wirklich gar kein nettes Spiel. Also nicht, dass ich das wüsste. Dann haben wir hier Bird Up. Wörter kommt zu Tier 3, das ist halt die Tribegate Lyrodus Variante. Sie wird halt aktuell wirklich halt gar nicht gespielt und deshalb kommt sie wirklich da unten hin. Genauso wie Buster Blader, auch in Irrelevant, wird aktuell gar nicht gespielt, ist also gar nicht im Meta irgendwo vertreten. Ist aber kein schlechtes Deck tatsächlich. Dann haben wir Cyber Dragon, kommt auch zu Irrelevant. Sorry Leute, aber auch Jackie D, tut mir leid, aber gehört leider aktuell hin. Ist leider nicht relevant genug für Meta, der Contender. Dann haben wir Dinos, Tier 2. Ihr werdet dieses Deck definitiv noch sehen und das ist in diesem Tier auf jeden Fall nicht schlecht aufgehoben, denn es ist immer noch ein gutes Deck. Dann haben wir Dragon Link, kommt auch zu Tier 2. Die Dragon Link Regenerative Variante ist tatsächlich gar nicht so schlecht und ich glaube, dass viele das aktuell unterschätzen, dass es ein bisschen unter dem Radar fliegt, werden wir auf jeden Fall noch sehen. Dann haben wir das Drytron Deck. Das Drytron Deck kommt zu Tier 1, logischerweise. Es ist ein unglaublich gutes Deck. Wenn ich sogar in der Theorie das beste Deck des Formats, aber da kommen wir noch zu, denn es gibt auch enorme Schwächen von diesem Deck, aber es ist definitiv ein sehr, sehr gutes Deck. Dann haben wir Earth Machine, kommen auch zu Tier 3, es ist ein solides Deck, es macht einiges, aber es macht eigentlich nicht genug. Endlich würde ich eigentlich sogar hier unten hinpacken, aber ich lasse es mal in Tier 3, weil es kommt immer noch mal ab und zu mal vor, dass da irgendwie hier das spielen, warum auch immer, aber es kommt mal vor. Renmaju, komplett irrelevant. Guru, wage ich mal zu Endlich, ist nämlich ähnlich, kommt mal vor, aber ist jetzt nicht unbedingt so ein starker Contender. Dann haben wir Heroes, sorry, aber er kommt da dahin. Infernoble ist interessant, ich packe das mal zu T3. Es hat so einen kleinen Hype bekommen, nach den paar Tops, die es gehabt hatte jetzt. Deswegen packen wir es ein bisschen höher, als es halt vorher war, denn es wird öfter mal gespielt werden. Ich habe das selber bei der WSCS sogar abbekommen, also kommt mal immer vor. Die Deutsche kommt hier zu irrelevant, macht leider nicht genug. Orkus sehe ich ganz genauso, man hat es quasi bei der Extravaganza gesehen. Bei der YCS, da kommt nicht viel von Orkus. Spalio, exactly the same. Pendulum, Sorry Triff, immer noch leider genau hier. PK, jetzt wird's interessant. PK kommt zu Tier 2. Denn PK ist ein gutes Deck. Kann man nicht so sagen, ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Deck. Und anfällig für Nibiru, aber Nibiru wird aktuell nicht so krass wie gespielt, deswegen gutes Deck. Prankitz, Tier 1, gutes Deck. Richtig, richtig gutes Deck. Haben wir hier einmal Rock, der relevant, aber ist ein cooles Deck irgendwie, aber ist halt einfach nicht relevant genug. Salamangreat. Ich bin geneigt, das fast hier hinzupacken, aber ich packe das mal zu Alter Geist, aber vor. Also ich packe das mal in den Top von Tier 3. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut wie die Decks, die da drüber sind. Deswegen gehört es leider aktuell dahin. Shadol. Sortiert sich so ein bisschen im Tier 2 ein. Es wurde halt in letzter Zeit halt deutlich weniger gespielt, deswegen gehört es meiner Meinung nach dahin, aber vielleicht seht ihr es ja anders, schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir Striker, kommt aus der Tier 2, vielleicht ein bisschen so vor Shadol, weil es einfach aktuell extrem viel gespielt wird. Nicht, weil das Deck unglaublich krank und gut ist, aber es wird aktuell super viel gespielt. Dann haben wir Stun, ist komplett irrelevant, Traptics leider auch, ihr seht es schon nicht mehr, weil es so irrelevant ist, dass es komplett weggerutscht ist. Dann haben wir Unchained, kommt auch hier hin, komplett irrelevant. VW ist ein gutes Deck, Tier 1 definitiv, kann auf jeden Fall hier schön contenten. Water kommt hier hin, Zombies, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Zubrigate ist das Deck to beat. Und das schließt quasi Tribrigate, Zudeck und Tribrigate Pure mit ein, denn das ist das Deck, was ihr schlagen wollt. Es ist vielleicht nicht das beste Deck des Formats, aber das am meisten gespielte und deshalb gehört es zu Deck to beat. Die meisten spielen es, ihr wollt das Deck schlagen, auch wenn die meisten mit dem Deck eigentlich gar nicht so krank die Probleme haben, aber es ist auf jeden Fall ein Deck, was ihr antreffen werdet, auch häufiger. Zudeck kommt zu Tier 3. Nach dem Dryden-Ban macht das nicht mehr ganz so viel. Und Edict Mister ist ein gutes Tier 2 Deck. Vielleicht sogar vor Dinos, ja. Könnte sogar vielleicht über ein Tier 1 mitspielen, aber ich sehe es aktuell ganz gut hier.
Und der Rest ist so das Tier 1. Wir haben Drybrigade, Drytron, Prankits, VW. Das macht so das Tier 1 aus. Der Rest zieht so langsam nach und die anderen Decks werdet ihr auf jeden Fall auf Turnieren häufiger mal antreffen. Das war's aber schon zu meiner Myth-Liste. Wenn ihr andere Sachen sagen wollt, schreibt es mir in die Kommentare.